Moin, meine Freunde! Im heutigen Video möchte ich kurz über Manchester United und die derzeitige Trainerdiskussion sprechen. Ich hoffe, bis zum Upload von diesem Video hat sich da noch nicht viel geändert. Jedenfalls will ich heute den meiner Meinung nach perfekten möglichen Nachfolger für Ole Gunnar Solskjaer präsentieren. Bevor es losgeht, zwei Sachen. Zum einen, wie ihr an dem Video merkt, hat sich mein Uploadplan etwas verändert. Ich möchte etwas spontaner und flexibler sein und nicht immer auf Krampf Video XY an Wochentag XY bringen. So kann ich einfach mehr auf aktuelle Themen eingehen und ich hoffe, das ist cool für euch. Und bevor es losgeht, lasst gerne ein kostenloses Abo da, um mich zu unterstützen. Es kostet dich nur 2 Sekunden, aber würde mir extrem weiterhelfen. Vielen Dank und viel Spaß mit dem Video. Nach der saftigen 5:0-Klatsche gegen Liverpool ist der Trainerstuhl von Ole Gunnar Solskjaer mächtig am Wackeln. Und wenn wir ehrlich sind, warten eigentlich schon viele Fans oder auch Außenstehende, die Manchester verfolgen, schon länger darauf. Ich meine, wenn man sich den Kader von United anschaut, dann sieht man einen Kader voll von Topspielern. Ob Jadon Sancho, Marcus Rashford, Raphael Varane, Bruno Fernandes, Paul Pogba oder Cristiano Ronaldo. Und die Liste könnte noch länger sein. Die Qualität dieser Spieler kennt wohl so ziemlich jeder Fußballfan. Doch wenn wir United schauen, wirken diese Spieler oftmals wie Fremdkörper. Klar haben diese Spieler auch ihre Phasen, wo sie ihre individuelle Klasse aufblitzen lassen. Doch so wirklich konstant sieht man das Ganze nicht. Und für viele ist es glasklar, dass die Hauptschuld bei Coach Ole Gunnar Solskjaer liegt. Und ich zähle mich dazu. Nicht, weil ich ihn für einen schlechten Trainer halte, nur glaube ich einfach, dass die Aufgabe Manchester United für ihn mindestens 2-3 Nummern zu groß ist. Wenn ich United spielen sehe, dann sehe ich eine Gruppe voller Individualisten und kein Team. Oftmals wurden, wie schon gesagt, Spiele nur durch individuelle Klasse irgendwie gewonnen. Und das muss sich ändern, wenn United wieder an alte Tage anknüpfen will. Und der perfekte Coach, der United wieder zu einer absoluten Einheit formen kann, ist meiner Meinung nach Antonio Conte. Und Leute, die mich kennen, wissen, dass ich das bereits vor dieser Saison gesagt habe. Conte ist perfekt für United und ich sag euch warum. Zum einen, weil er momentan ohne Club ist und es liegt auf der Hand. Er wäre direkt zu haben, aber das ist nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund, warum Conte perfekt für United wäre, sind seine Qualitäten. Conte ist ein absoluter Top-Motivator. Er schafft es, dass die Spieler sich für ihn und den Club den Allerwertesten aufreißen. Er steht für harte Arbeit und Disziplin und genau das fehlt United meiner Meinung nach. Dazu kommt seine Erfahrung. Er hat sowohl mit Juve, Inter als auch Chelsea Erfahrung sammeln können auf absolutem Top-Niveau. Und mit jedem der genannten Clubs ist er Meister geworden. Kommen wir zum großen Aber. Conte ist ein schwieriger Charakter. Er ist bekannt für seine Dickköpfigkeit und was ihm fehlt, ist ein bisschen die Weitsicht. Damit meine ich, dass Conte nur die momentane Situation interessiert. Es ist ihm völlig egal, was in 2, 3 oder 4 Jahren ist. Er will die Spieler haben, die er jetzt aktuell für sein System braucht. Egal, ob diese Spieler bereits weit über 30 Jahre alt sind oder ob die nicht den allergrößten Namen haben, das ist ihm völlig wurscht. Und wenn wir schon mal beim System sind, dann muss man sagen, dass Conte bislang immer im 3-5-2 hat spielen lassen. Und er gefühlt auch nur diesen einen Plan hat. Das ist so ein bisschen eine Kritik, die ihn verfolgt, dass er keinen Plan B hat. Dazu ist seine Statistik in Pokalwettbewerben nicht gerade gut. Dafür in der Liga, egal wann und egal mit wem, absolut erstaunlich. Aber um das nochmal klarzustellen, auch wenn ich gerade einige negative Punkte genannt habe, heißt das nicht, dass ich Conte für einen schlechten Trainer halte. Auf gar keinen Fall. Sonst wäre es ja auch dumm, dieses Video zu machen. Alle Trainer dieser Welt haben Schwachstellen. Das ist völlig normal. Das, was Conte kann, motivieren, ein Team formen, Disziplin einführen und harte Arbeit einfordern, ist genau das, was United meiner Meinung nach gerade braucht. Der United-Kader wäre bislang wohl der beste, den Conte bis dato gecoacht hätte. Und mit 1, 2 Neuzugängen im Winter, die sein System vervollständigen, ich rede jetzt nicht von 100 Millionen Neuzugängen, könnte United wieder erfolgreich werden. Wie gesagt, ich meine keine großen Namen, sondern einfach Spieler, die er für sein System braucht, die so bei United nicht vorhanden sind. Zum Beispiel einen offensiven Rechtsverteidiger, weil Wan-Bissaka ist einfach sehr defensiv und im 3-5-2 brauchst du auf Außen halt bestimmte Spielertypen. Ich lege mich fest, Conte ist der perfekte Kandidat für den Trainerposten bei United. Und wenn er United-Trainer werden sollte, dann spielt Manchester in der nächsten Saison wieder um den Ligatitel mit. 100%. Und damit bin ich auch raus für heute.
Schreibt gern eure Meinung in die Kommentare und lasst gern eine positive Bewertung da. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Haltet die Ohren steif und ciao, ciao.